Gräfin Hainichen im September 1962. Täfe Schur und andere namhafte Fahrer starten beim Rundstreckenrennen des DTSB. Sie zählen damals zu den besten Radsportlern der Welt. Von den Kindern werden sie umlagert wie Popstars. Die Fahrer rollen zum Start, an die Startlinie. Hier ist Bernhard Eckstein im Bild mit der Nummer 45. Es hat immer mal zwischendurch geregnet, aber es schien auch mal die Sonne. Und hier ist da schon der Start. Die Fahrt ging über 50 Runden durch die Innenstadt, was heute Boulevardbereich ist. Die Stadt hat auch einen Fahrer gestellt. Allerdings konnte er die ganze Fahrt nicht durchstehen, denn es wurde ein großes Tempo gefahren. Gerade die Asse, Schur, Eckstein und Ampler reiben das Feld auf. Attackieren immer wieder. Hier ist Runde 30, wird angekündigt. Ja, plötzlich ist Täfe nicht mehr im Rennen. Was war geschehen? Er musste vorzeitig wegen eines Kettenschadens aus dem Rennen scheiden. Der Ausfall des Favoriten und Publikumslieblings verdirbt den Zuschauern nicht die Stimmung. Für Gräfin Hainichen ist das Rennen der sportliche Höhepunkt des Jahres. Auch wenn am Ende keiner der großen drei, sondern ein Außenseiter gewinnt. Hans-Joachim Werner nutzt ein Jahr später die einmalige Chance, den Radassen noch näher zu kommen. Im Trainingslager zur Vorbereitung auf die Friedensfahrt gibt Täfe Schur dem jungen Filmamateur ein Exklusivinterview. Wie die Trainingsrunde verlaufen ist, ob es Probleme gab und wie das mit der Nominierung ist, fährt er nun mit oder nicht. Täfe Schur war natürlich das Radsport-Idol schlechthin. Er war einer der besten Fahrer, die die DDR stellen konnte. Er war mehrmals DDR-Meister und er hat fast jede Friedensfahrt absolviert. Damit nicht genug. Auch Bernhard Eckstein stellt sich zur Verfügung. Von Starallüren oder Arroganz keine Spur. Man konnte mit ihnen anstellen, filmmäßig, was ich wollte. Die haben eifrig mitgemacht. Das ist mehr wert als ein Autogramm, sage ich mal, so einen Film zu haben mit diesen beiden.